Hallo, liebe Grevis Mühlner. Ich grüße Sie alle ganz herzlich aus der Kita am Lustgarten. Hier in diesen schwierigen Zeiten, Corona-Krise, sind wir hier bei herrlichem Sonnenschein vor Ort, genießen die viele frische Luft mit unseren Kindern. Ich hoffe sehr, es geht Ihnen allen gut, dass Sie sich Ihre gemeinsame Zeit mit der Familie schön gestalten können. Wir betreuen bei uns zurzeit in der Kita die Kinder, deren Eltern in den systemrelevanten Berufen arbeiten. Wir achten da natürlich auf alle Vorgaben, die uns unsere Ministerpräsidentin gegeben hat. Wir achten auf den Abstand, den halten wir ein. Wir gehen nicht von unserem Kita-Gelände in dieser Zeit, weil wir hier wunderschöne Außenanlagen haben. Ich gebe jetzt das Wort mal an meine nette Kollegin. Sie möchte Ihnen gern etwas erzählen. Was machen wir in den Tagen hier mit unseren Kindern vor Ort? Liebe Grevis Mühlner, mein Name ist Kirsten Bönig und ich arbeite als Erzieherin hier in der Kita am Lustgarten in Grevis Mühlen. In dieser besonderen Zeit ist natürlich auch unsere Arbeit eine besondere mit den Kindern. Wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht, wie wir den Kindern eine vollkommen unbeschwerte Zeit ohne Ängste und Sorgen bereiten können, wie wir ihnen den täglichen Ablauf hier so angenehm wie möglich gestalten können. Und wir haben ganz viele kreative Ideen mit den Kindern umgesetzt, haben gebastelt und dabei auch an unsere älteren Menschen gedacht in den Pflegeheimen. Unsere Kinder haben ganz viele schöne Dinge gebastelt zur Raumgestaltung, für die Fenster. Und ich denke, die älteren Menschen haben sich auch sehr darüber gefreut. Natürlich haben wir uns auch über das schöne Wetter gefreut, das auch dazu beiträgt, dass die Kinder viel an der frischen Luft sein konnten und Spaß im Spiel im Freien hatten. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage und Wochen, dass auch Sie alle gesund bleiben. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Bei diesem wunderschönen Wetter haben wir auch die Zeit genutzt, um unsere Zäune ein bisschen hübsch zu gestalten. Wenn Sie die Zeit nutzen möchten, den herrlichen Sonnenschein genießen und in Familie, und bitte nur in Familie, mal an unserem Gelände vorbeigehen, werden Sie sehen, welche wunderschönen Pflanzen wir an den Zäunen haben. Wir haben alte Eimer und Gießkannen genutzt, die haben wir mit den Kindern bepflanzt und wir haben ein großes Plakat an das Tor unseres Hortes gehängt mit einem wundervollen, bunten Regenbogen. Der soll auch in dieser Zeit stehen für Freude und für Hoffnung in dieser schweren Zeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie.
Und das Paul McCartney hat ein Konzert in Hamburg gemacht vor 14 Tagen und hat seinen alten Freund Tony besucht. Und ich würde sagen, Tony war einer der großen Einflüsse überhaupt, dass die Beatles entstanden sind. Yeah, yeah, yeah! Woo! Alles klar? Welcome on stage with me, Miss Belén Fernandez! Und ein großer Grebensbrüher, willkommen zu Mr. Tony Sheridan! Put the others in the van! Hey! Yeah. Woo! Thank you. All right, Tony. When the night has come, yeah, and the land is dark, and moon is the only light we'll see. That's right. Stand by me. I'm Mrs. Lover. So darling, darling, stand by me. Hands up for him, and for John, and heaven to live.
Why are you like dressed up like Elvis and perform his songs? How come? What was the reason for it? Well, I think as a child I was just a fan, and I just wanted to sing his song so other people could see it, kind of give something to the people since he's passed away, since he's dead. So I just thought, I do the songs for the folks, and if they get an idea what Elvis was like, you know. Yeah. So could you please introduce yourself for a second? Yes, my name is Graham Patrick. I'm from Stars in Concert, which is a show out of Berlin. Also zweifelsohne ist Am Fenster unser größter Hit und auch unser erfolgreichster Hit. Thank you.
Eins, zwei, drei. Deine Taschenlampe brennt, schalt ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, deine Macht kann uns nicht kennen. Deine Taschenlampe brennt, schalt ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau. If you like my glamour, I'll set you guarantee. I wanna see the heartache, I'll set you guarantee. Expectation, dance under the stars, the bells strike at midnight. Oh, Alcazar! So if you want my number, a sexual guarantee. And if you need my love, a sexual guarantee. And if you like my glamour, a sexual guarantee. Bye.
Sozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.